Hallo und herzlich willkommen bei den Computer Artists zu der ersten Analyse zu unserem Gaming Rig 2012 Wettbewerb von dem Teilnehmer 576073. Dieses Video findet ihr bereits auf unserem Kanal von seinem Gaming Rig. Hier dazu die passende Analyse, das Analysevideo von unserer Jury. Mit dabei bin ich, David von den Computer Artists und der Timo von Dattler M, von dem wir bereits die Dattler M Beispielanalyse gemacht haben. Ja, für alle, die noch nicht wissen, wie das mit den Punkten läuft, dazu Informationen findet ihr auf Facebook, auf unserer Facebook-Seite von The Computer Artists und natürlich in der Beispielanalyse, die wir auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken. So, dann wollen wir auch direkt mal beginnen mit der Analyse von unserem YouTuber 576073. Und zwar gehen wir nach unserer Punktetabelle vor. Und zwar fangen wir an mit dem größten Teil, mit dem Videoteil. Erreichbar waren 50 Punkte und für die Videoqualität geben wir ihm 6 von 10 Punkten. Da die Videoqualität wirklich nicht so berauschend ist, dadurch, dass es vermutlich mit einer Handykamera aufgenommen wurde und auch nicht allzu hell noch war an diesem Abend, aber trotzdem, man sieht, er hat sich Mühe gegeben und dafür auf jeden Fall 6 Punkte. Dann auch zur Kameraführung wurde alles ohne Stativ gedreht, dafür geben wir 7 von 10 Punkten. Ja, zu den Effekten. Effekte hat er benutzt und zwar hat er die Sachen, die er gezeigt hat, kurz danach auch in einem Bild nochmal gezeigt. Das heißt, das Videobild wird schwarz, es kommt ein Bild hoch, das seht ihr wahrscheinlich jetzt auch. Dazu werde ich nochmal passende Ausschnitte aus dem Video jetzt einblenden. Ja, dafür also 6 von 10 Punkten zu den Effekten und zu den Blenden. Dann zu dem neuen Punkt Gestaltung, Computerecke, Gaming-Ecke, da geben wir 7 von 10 Punkten, da er doch sehr aufgeräumt das Ganze hat, auch wieder 2 Monitore besitzt, den PC direkt auf dem Schreibtisch stehen hat, das heißt, den sieht man wirklich direkt, auch mit LEDs hat er gearbeitet, wirklich sehr schön. Ja, daher geben wir auch noch 6 von 10 Zusatzpunkten für die Mühe, die er sich dabei gemacht hat. Und dann wird der Dattler jetzt mal weitermachen mit dem Audio-Teil. Kommen wir also nun zu dem Punkt Audio. Am Anfang haben wir ebenfalls die Qualität stehen, maximal zu erreichen waren 10 Punkte. Davon hat er 9 Punkte erreicht bzw. auch verdient. Er hat das Ganze in einer sehr schönen Sprachqualität aufgezeichnet, vermutlich auch nachvertont und darum sind die 9 Punkte gerechtfertigt. Als nächsten Punkt haben wir die technischen Informationen zum System bzw. zu dem ganzen Aufbau und Setup. Da hat er auch relativ viel und auch ausführlich erklärt und versucht zu beschreiben, was eben alles vorhanden ist und für was er das Ganze nutzt. Darum auch hier 9 Punkte. Für die Sprache haben wir ihm 7 Punkte gegeben, da es ab und zu mal so ganz kleine Versprecher gab, beziehungsweise er nicht wusste, wie er jetzt weitermachen sollte, aber das war auch nicht so oft vorhanden, darum auch 7 Punkte, dürfte eigentlich alles soweit noch okay sein. Als letzten Punkt beim Audio haben wir die Zusatzpunkte, da haben wir ihm 8 Punkte von maximal 10 gegeben, einfach aus dem Grund, da er alles schön freundlich und locker rübergebracht hat und es irgendwie auch Spaß gemacht hat, ihm bei dem Video zuzuschauen. Dann hätten wir die Audiopunkte, kommen wir nun zum Schluss zu der Community. Ihr habt abgestimmt und habt ihm insgesamt 8 Punkte somit nochmal zur Verfügung gestellt und das Ganze ist dann halt im Endpunktstand mit Video, Audio und Community bei 73 von 100 möglichen Punkten. Ja, das war's dann soweit auch schon zur Analyse von unserem YouTuber 576073. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut euch doch nochmal sein Einsendungsvideo an, das findet ihr auch auf unserem Kanal. Und abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen, genauso abonniert unseren Sponsor auch nochmal. Den schreiben wir auch nochmal in der Beschreibung hinein, den Link zu seinem Kanal, da der uns schließlich auch einen Preis zur Verfügung stellt für den Gewinner. Und ihr könnt euch dann in den nächsten Tagen auf weitere Videos freuen. Press record, but only when the good times are rolling. Not when you are lonely. If Danny erase and rewind. Erase and rewind.